Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei GTA 4, Liberty City, Nee, einfach nur GTA 4, ne? So, ja, wer sich wundert oder wem es auffällt, dass wir gerade wieder eine Nachricht gekriegt haben, ich musste gerade das Ganze nochmal spielen. Ups. Nee, ist ja Rücktaste. Ich musste eben alles nochmal spielen, weil ich mich gerade mit diesem Windows Live verbunden habe, mit dem Konto etc., das zur Speicherung dient, und konnte irgendwie dann auch nicht weiterspielen, weil irgendwie zur Speicherstandnutzung, wie man es normal kennt, dieses Windows Live benötigt wird. Also war mein Speicherstand, in Anführungszeichen, mein Pseudo-Speicherstand weg. Also konnte ich eben alles nochmal spielen und ja, so ist es. So, jetzt sind wir hier zurück. Wir sollen jetzt schnell zu Roman kommen. Der braucht auf jeden Fall Hilfe. Da ist irgendeine Person. Oh, Alter, geh mal weg. Und dieses Fahrhandling hat sich immer noch nicht verbessert. Da ist irgendein Typ. Ich glaube, das ist Roman, oder? Ich habe hier so ein Mannequin. Wer ist das? Ach, rechts der Balken ist wahrscheinlich unten Rüstung. Wer ist das? How you doing? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mine salt for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, have $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This Coke is okay. Hä? Okay. Geil, wir haben 100 Tacken bekommen. Einfach so. Alter, okay. Gut, dann fahren wir jetzt nach vorne zur Mission. So, kann man auch die Bushaltestelle umfahren? Bestimmt. So, mal gucken, was der Typ jetzt hier hat. Three's a crowd. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my loan shark! Stop this! What of that? Who are you? Get out of here. Nico. What? Yes. Bam. What about you? Help me! Come on, Supak! Lendor! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks? Stranya! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! yeah, great! listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? Do what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. Gut, wir sollen jetzt Mallory abholen mit ihrer Freundin, die wir vielleicht eventuell daten können. So, fahr zur U-Bahn-Station. Ach ja, genau. Sehr schön, dass mich das Spiel daran erinnert. Ich habe natürlich das Radio schon ausgestellt. Leider. Ich kenne nämlich das Radio noch gar nicht. Vielleicht. Nee, ich muss es auslassen. Es tut mir leid wegen dem scheiß YouTube-Fick, ey. Das kotzt mich so an. So, da vorne ist es ja schon. Guck mal, da sind die beiden. Oder? Sind das die? Drücke G, um zu hupen.
Get in, ladies. Hey, Nico. Thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi. How are you? My place is over on Mohawk Avenue. Michelle? Irgendwie die Stimme von... How are you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it! Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Ich finde, Mallory hat irgendwie die Stimme von Mercedes von Vice City, ne? Another time, Ricardo. Finde ich. Und diese Michelle. Naja, mal gucken, was daraus sich entwickeln kann, hä? Gut, das sind wir schon. Ups. Thanks for the lift, Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Ja. Oh. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit more 21st century. Okay, haben wir auch irgendwie eine Uhrzeit auf dem Handy, glaube ich, ne? Es ist 1.42 Uhr. Hat er irgendeinen Klamottenladen auf noch? Gut, dann gehen wir uns mal neu einkleiden. Wir haben ja jetzt 100 Tacken geschenkt bekommen. Weg. Und G-Hupen, das muss ich glaube ich umstellen. Das ist echt ein bisschen umständlich mit während der Fahrt irgendwie auf G zu drücken. So, Achtung. Weg da. Halt die Backen hin. So. Schauen wir mal, was wir so schickes zum Ankleiden finden. Das darf natürlich auch nicht zu teuer sein, weil wir haben so... Wow, ist es ja schon. Wir haben nicht so viel Kohle. Ich hoffe, das Auto bleibt dann auch da stehen. Und es despawnt nicht. Gut. Sieht ziemlich zu aus. Alter. Was steht da eigentlich auf diesen Schildern? Sind wir immer noch in Little Russia? Irgendwie schon, ne? Naja. Vielleicht, wenn jemand von meinen Zuschauern Russisch kann, gerne in die Kommentare. Kleidung kannst du in zahlreichen Bekleidungsgeschäften in Liberty City kaufen. Mhm. Du kannst jeden ausliegenden Artikel kaufen. Um etwas zu kaufen, gehst du einfach zum gewünschten Kleidungsstück. Mhm. Jeans kannst du durchdrücken von E anprobieren. Aha. Hose. Ist mein Mikro ein bisschen im Weg? Kann ich auch eine andere? Moment, das kann ich hier gucken? Ich guck gerade erstmal. Ah, die kann ich jetzt anziehen. Ach, okay, man kann jetzt hier durchgucken, welche man gerne haben möchte, oder was? Ach, das ist ja geil gemacht. Blim, blim. Die sieht ja auch richtig stylisch aus. Richtig 21. Jahrhundert. Nee, ich denke, wir nehmen uns einfach eine Jeans. Drücke Eingabe, um die Hose zu kaufen. Wie viel kostet die denn hier? 24 Tacken. Das ist ja... Das dürfte reichen. Was stand da gerade mit Kosten los? Oh Mann, die Dinger gehen viel zu schnell weg. Ich will ein neues Oberteil. Und neue Schlappen. Aber wo die Schlappen gehen eigentlich? Gucken wir mal. Irgendwas Schönes. Was ist denn hier? Tops. Ew. Blau, nee. Hier was? Ja, das sieht schon besser aus. Aber ist trotzdem noch ein bisschen zu trist. Braun, gibt es auch irgendwas farbenfrohes? Kann man die roten anprobieren? Ja. Boah, nee, das sieht aus wie so ein... Nein, ich hab's gekauft! Scheiße.
Die gefallen mir nicht, die Jacken. Die sind total hässlich. Sieht aus wie so ein pädophiler Trainer. Hier, da ist doch was Schönes. Was ist denn das hier? Nee. Ach Gott, hier ist was. Leather. Pff, nee, da gefällt mir das untere Teil nicht. Was gibt's noch? Das sind normale Winterjacken, die sind scheiße. Das sind so hässliche Trainingsjacken. Ich glaube, besseres kriegen wir hier nicht. Oder wir brauchen eine andere Jeans. Also eine andere Hose. Boah, nee, diese Jacke gefällt mir überhaupt nicht. Da war ja die besser hier. Die dunkle Braune mal probieren? Ja, sieht zumindest ein bisschen besser aus. Da hinten die? Nee, die sind auch hässlich. Mann! Ja, dann nehmen wir die beige hier. Ja. You will look good in this. I can tell. I always tell. Ja, sieht schon mal besser aus. Und wenn es Geld noch hergibt, vielleicht andere Stiefel. Dunkelbraun. Ne, hier die da, hier, guck mal. Die da, ja. Graue Sneaker. Ach so, nee. Ach, warte mal. Da war irgendwas gerade mit dem Pfeil. Benutze, um Schuhe anzuprobieren. Ja, die sind schön, die will ich. Genau, die wollte ich. Sehr schön. Wow, guck mal, was jetzt Kleider machen, Leute, sage ich euch immer. Kleider sah. So, schick. Jetzt sehen wir wenigstens noch ein bisschen was aus. So, jetzt können wir Michelle anrufen, oder? Können wir die jetzt anrufen? Nein! Nicht den. Hey Roman, I got some clothes. Oh. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Dann ist heute Abend Date Night. Menü, Telefonbuch, Michelle. Um 4 Uhr morgens. Nice, beste Zeit. Hey, Michelle, it's Nico, Roman's cousin. Oh, hi. How's it going? Good. Now, I was wondering if you, wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That could be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place, whenever? See you soon. Okay, wir können jederzeit vorbeikommen. Mhm. Dann würde ich sagen, fahren wir mal zu der Lady. Oh, guck mal, Michelle blinkt auf dem Radar mit einem Herz. Du kannst einen Wegpunkt auf der Karte platzieren, dann wird eine GPS-Route zu diesem Ort angezeigt. Ach nö, das schaffen wir, glaube ich, jetzt auch von alleine. Escape ist voll mit Karten. Ja, okay. Aber wir waren ja eigentlich nur geradeaus, ne? Man kann unter anderem auch die Autodichte einstellen. Wow. Lol. War das jetzt... What does he want? Oh, I can think what he could possibly want. Or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys. Let's be reasonable. Nein. Ich kümmere mich erstmal um Michelle. First date. Burger shot. Ah, okay, wir können jetzt halt überall in Liberty City halt zum... was ist denn das da links? Auf dem Plakat. Mit unserer Freundin hingehen, natürlich. Hallo? Was lädt denn da jetzt? Ah, oh, oh. Jeder Freund hat seine Lieblingsaktivitäten, aber auch Sachen, die er nicht so gerne macht. Das gleiche gilt für jede Freundin. Gut, ich glaube, die Freundin möchte zum Date jetzt nicht gerne in einen Stripclub gehen. What? Viele deiner Freunde werden dir bestimmte Gefallen tun, sofern sie dir genug... Oh, eine Waffenlieferung zum Beispiel oder das Beschaffen von Bomben, die dir helfen, schwere erreichbare Ziele zu erledigen.
mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Ja gut, das kennen wir ja auch schon alles. Oh, es geht los. Who is it? Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? Ja, ne? You look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo. Oh je. Unsicherheiten auf beiden Seiten, wie man merkt. Aber das ist ja normal beim ersten Date. Oh, ist mittlerweile morgen. Bring Michelle zum Vergnügungspark. So Michelle, what do you like to do? What do you like to do? Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you though. See the places you hang out. Yeah, maybe another time. Wieso haben wir denn jetzt ein anderes Auto? Ist das von ihr oder was? Aber die fährt auf jeden Fall geiler gerade. I'm not used to this type of driving. Guckt mal auf die Köpfe, wenn ich so fahre, wie die da rumflackern. Wir fahren halt einfach mal jetzt ein bisschen Rallye Dakar am ersten Date. Ist doch auch nicht schlecht. Ah, da sind wir schon. Ach du lieber Himmel. Closed, Nico. Ich wollte gerade sagen. Sieht echt ein bisschen zu aus. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few frames? Cool. Let's go bowling then. Bowlen? Thanks for taking me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere... Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. Oh. Aber schön hier. Guck mal. Am Strand hier ist doch auch schön. Da hätte man auch hingehen können. Da vorne ist der Bowlingladen. Und natürlich sieht das jetzt wieder aus wie ein Penis. Natürlich, wir kennen ja Rockstar. Oder meine... Vorstellungskraft ist einfach nur zu gut. Keine Ahnung. Aber egal. So, kann man jetzt irgendwie auch nach hinten gucken? Ach komm, wir können auch rennen, oh. Ja, die bleibt ja gerne aktiv, ne? Also kann man ein bisschen joggen. So. Da sind wir. Memory Lanes. Take a roll down. Memory Lanes. Geh zum Tresen. Hier. Guten Tag. Hello, my friend. Welcome to Memory Lanes. We have a lane open just for you. Dankeschön. Okay, wir sollen jetzt zu irgendeiner Bahn gehen. Hier vorne sind zwei. Wir nehmen ganz links. Sind wir ein bisschen ungestört. Have a puffin' a pimp. Take a roll down Memory Lanes. Okay. Oh je. Muss ich jetzt bowlen. Bring dich mit A und D in die Position. Okay. Drücke linke Maustaste, um in Bereitschaftsstellung zu gehen. Drücke dann F, um deine Punkte anzusehen. Okay, gucken wir mal. Ziehe Maus in eine... ups. Oh! Lol. Na komm. Oh. Hä, war voll gut. Wo ist sie jetzt? Ach, ah, okay, ich kann jetzt nochmal. Okay, oh Gott. Okay, jetzt haben wir links und rechts die Pins. Das wird aber jetzt sehr schwer.
So, ziehe Maus in einer Bewegung nach hinten und stoße sie schnell wieder nach vorne, wobei du sie links oder rechts anwinkeln kannst, um die Schussrichtung zu bestimmen. Drücke rechte Maustaste und die Bereitschaft drücken. Okay. Okay. Ja, das war nix. Okay, jetzt ist sie dran. Die macht wahrscheinlich einen Strike. So, wir können das jetzt überspringen, aber ich möchte das jetzt gern sehen. Oh. Ein Punkt besser wie wir. Ja, sie aber auch, mein Freund. Gut, jetzt bringen wir uns nochmal in Position. Gucken wir mal. Und pow. Ja, ja. Scheiße, noch einen. Das wird jetzt echt scheiße schwer. Wie weit nach rechts kann man dann gehen? So. Okay, das wird, glaube ich. Shit, Mann. Gut, man muss da auch erstmal ein Gefühl reinbekommen. Okay, was springen wir mal jetzt? Was hat sie jetzt geworfen? 9. Okay, und dann nichts mehr. Wie lange müssen wir es denn machen? Keine Ahnung, wie lange. So, und jetzt volle Kanne. Oh, der ist auch gut. Wieder nicht alle erwischt. Ja. So. Pop. Ah, so. Und pow. Ja, komm. Oh. Ja. Voll kacke, Mann. Oh. Die ist besser wie wir, die Sau. So. Probieren wir es mal jetzt ein bisschen. Ah, wieder in dieselbe Richtung. Oh, Mann. Immer diese eine Kackkegel da. Ach, sind ja keine Kegel, das sind ja Pins, ne? Im Bowling. Kegeln und Bowling ist unterschiedlich. Ein Unterschied. So, oh, ich glaube, das ist da. Nein! Shit, Mann. So, sie hat wieder 8 geschmissen. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt voll machen? Ich würde sagen, wir hören dann auf, oder? Aber es hat noch keiner? Ach doch, sie hat einmal einen Strike gehabt. Oder wie man das nennt, keine Ahnung. Okay, das könnte jetzt was werden, Leute. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Ja. Wuhu. Yeah! Eigentlich müssten wir die ja verlieren lassen. Man lässt ja die Frau ein bisschen. Immer so ein bisschen gewinnen. Oh, wieder so ein Kack. Kackwurf. Drücke Eingabe, um weiterzumachen. Du hast das Spiel gewonnen. Oh, fuck it. Ja, was ist, wenn ich. Drücke Eingabe, um weiterzumachen? Ich will nicht weitermachen. Good, Nico. Ah. That was fun. Will you take me back home now? Of course I'll take you home. Let's go. Natürlich fahren wir sie ja nach Hause. Kann man da hinten noch was? Ah ja. Ich glaube, da hinten kann man auch was essen. Aber wir bringen sie jetzt erstmal nach Hause. Oh, es ist schönes Wetter. So, you don't know many people here in Liberty City. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Oh je. Okay, so speak. Gut, die beiden müssen sich jetzt erstmal beschnuppern. Ich denke, sie ist auch keine einfache Frau. Aber die schaffen das schon. Ich denke, wir bekommen das hin. Dann fahren wir jetzt die. Ach, wieso laufe ich eigentlich normal? Wir können auch ein bisschen rennen. So, dann fahren wir sie jetzt noch nach Hause und schauen mal, wie sich das entwickelt zwischen den beiden. Aber ich denke, es ist auch nicht einfach für Nico. Merit.
Ich glaube, das ist ihr Wagen. So. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Ja, Nico ist auch noch nicht so ganz sicher, warum er jetzt endgültig hier, also warum er jetzt hier ist. Eigentlich sind wir momentan nur wegen Roman hier. I'm not used to this type of driving. I don't care. Fucki. Was willst du denn jetzt? So. Ja, achso, hier ist es schon. Oh ja, ja, komm. Oh. That was nice. I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Hey, what happened? Somebody lost or something? Okay. Du kannst jetzt Michelle ausgehen. Sie wird dich ab und zu anrufen, um sich mit dir zu verabreden. Ach, sie ruft uns auch an. Das ist aber schön. Als Alternative kannst du sie anrufen, um dich mit ihr zu verabreden oder eine Verabredung abzusagen. Na, ich hoffe nicht, dass wir dann ab... Wow. Thank you for taking the time out of your busy schedule to protect me from those crazy loan sharks. You attacked, Nico! You shouldn't have borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, I was seeing Michelle. I thought you wanted me to date her. Not what it means me getting beat up and sent to hospital! Come and pick me up, cousin, and at least tell me that you got her titties out. Maybe then your betrayal would be worthwhile. They were nice titties, yes? Oh mein Gott. Ja, wir holen ihn ab. You're an animal, Roman. Nothing can stop you being horny. I'll see you soon. Jetzt müssen wir den Mongo auch noch abholen. Gut, die Frau war jetzt wichtiger. Wir speichern aber trotzdem erst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. War jetzt mal ein bisschen... Was ist denn das jetzt hier? Ah, man kann unsere Kleidung... Okay, nee, die behalten wir mal schön an. War jetzt eine kleine, ein bisschen ruhigere Folge gewesen. Und ich denke, in der nächsten Folge wird es dann wieder ein bisschen brisanter. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, man hat den Ventilator im Hintergrund nicht gehört. Ich habe den auf Stufe 1, damit meine Füße wenigstens ein bisschen... Oder bin ich wenigstens ein bisschen gekühlt werde hier in der Sauna. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zur nächsten Folge und tschüssi.